Ja, wir kennen alle Sascha sehr gut und wir hoffen natürlich, dass jetzt durch den Trainerwechsel die Wende kommt, aber wir müssen trotzdem alles reinhauen. Ich glaube, das läuft nicht von alleine. Und jetzt haben wir noch 5 Endspiele und die müssen wir am besten siegreich bestreiten. Ja, natürlich vollen Einsatz gefordert und dass alle komplett mitziehen, und weil es zählt jetzt von der ersten Sekunde, weil wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, auch so viel zu verändern. Deswegen muss jeder alles reinhauen und jetzt helfen keine Ausreden mehr, sondern er erwartet einfach, dass jeder jetzt 100% im Training Gas gibt und das, was er von uns verlangt. Und ich glaube, das müssen wir alles abrufen und dann hoffen wir, dass es reicht. Jetzt nichts Unbekanntes heute auch, was wir im Training schon gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir natürlich da wieder richtig gut auf den Weg kommen und noch einen guten Saisonabschluss haben. Aber da haben wir schon sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Da ist eine Vielzahl an Sachen natürlich, die wichtig sind, wo wir versuchen, neue Impulse zu setzen. Natürlich im Defensivspiel als auch in der Offensive. Und ist natürlich immer eine Sache, ist natürlich nicht jetzt so viel Zeit für ein Spiel. Deswegen müssen wir versuchen, natürlich wirklich Sachen reinzukriegen, die auch schnell zum Erfolg führen können.